Hallo, liebe Freunde von pocketpc.ch. Nachdem wir nun das Unboxing vom Motorola Moto X Style uns angesehen haben, hier ein kleines Review-Video zu dem Handy, ein bisschen zu der Performance des Handys. Und wir schauen uns ein paar Benchmark-Ergebnisse an. Wie wir sehen, haben wir hier eine richtig schöne, clean Android-Oberfläche. Und zwar eigentlich genau die, wie auch beim Nexus. Motorola hat da unheimlich wenig gemacht, was ich persönlich super finde. Alles sehr clean, kaum irgendwelche anderen Apps drauf, kaum Bloodware drauf. Man sieht schon keine einzelnen großen Motorola-Apps, außer ein, zwei, wie das Connect. Ich finde das super. Möglichst clean, so mag ich auch Android-Versionen und deswegen mag ich auch das Nexus ganz gerne. Immer das neueste Clean. So, was mich persönlich ein bisschen gestört hat, als allererstes muss man einen Dateimanager nachinstallieren, weil der ist von Haus aus nicht in der Software inbegriffen. Das habe ich allerdings gemacht und zwar habe ich den vom Asus Zenfone genommen, den finde ich persönlich sehr schön. Das Handy ist nicht geroutet, klar, es ist ein Werkshandy, was wir zum Testen bekommen haben. Ich habe nur ein paar Filme drauf kopiert, habe dann noch ein paar Bilder gemacht mit der Originalkamera, habe auch mal ein Video mit der Originalkamera gemacht und da schauen wir uns jetzt alles mal in aller Ruhe an. Viel Spaß beim Anschauen und beim...
Tja, hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Miss Page. Ich passe auf Sie auf, Karen. Desto schneller verbrennst du. Die Schwerkraft hat sie.